Herzlich willkommen. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Heute, gerade jetzt in dieser Stunde, wären wir in Israel. Und genau jetzt wären wir angekommen in der wunderbaren Oase, wo wir hin wollten. Und da wir das nicht können, aus gegebenem Anlass, möchten wir euch ein klein wenig hineinnehmen, trotzdem in eine Israel-Zeit, in eine Zeit, wo ihr euch ein bisschen informieren könnt, was da auf euch zugekommen wäre, falls ihr mitgekommen wärt oder vielleicht für nächstes Jahr ihr Pläne habt, mitzugehen. Oasentage zu Hause. So haben wir diese Sendung überschrieben und wir möchten euch wirklich, wie Isolde schon sagte, mitnehmen auf die Reise in das Gebiet, in die judäische Wüste mit hinein und auch in diese Oase, wo wir im Moment wären und wo die Gruppe schon richtig alles schön genießen würde. Weil das jetzt nicht möglich ist dieses Jahr, möchten wir das wirklich euch zu Hause nahebringen. Und unser guter Freund und Reiseleiter Dani Walder, der schon über 40 Jahre mit uns unterwegs ist und wir uns richtig gut kennen, das ist schon so eine Art Familienmitglied. Und er hat gesagt, du, wir machen was, ich gehe in die Wüste, ich nehme meinen Enkel mit und wir machen da so ein paar Themen. Und er ist ein sehr guter Kenner von der Wüste. Das war auch mal sein Lehrgebiet, als er in der Uni gelehrt hat. Und wir haben mit ihm schon sehr viele Wüstendinge getan. Nicht Wüstendinge, sondern Wüstendinge. Und wir waren schon im Sinai mit ihm. Und er kennt sich richtig aus. Er ist auch, wenn wir mit ihm unterwegs sind, es war so phänomenal. Er sieht, wo Wasser ist, wo wir gar nichts sehen. Er weiß, wie man so ein Gras verwendet, dass man überleben kann oder sich vor Schlangen schützt und so weiter. Er weiß, wo die Skorpione zu finden sind und so weiter. Ich möchte es jetzt nicht gruselig machen, aber es ist so interessant mit ihm und jeder, der mal mit ihm unterwegs war, ganz besonders in der Wüste, der hat ein Erlebnis, nicht ein schreckliches Erlebnis, sondern da lernt man so viel dazu. Und man kann auch so viel lernen aus der Bibel, weil die Zeit Abrahams hat ja dort gespielt und die Sachen gibt es ja heute auch noch. Und da werden wir auch vieles jetzt hören. Und in diesem Film, den er für uns mit seinem Enkel zusammen vorbereitet hat, den wollen wir euch gerne zeigen. Ja, Dani ist wirklich ein wunderbarer Freund und er kennt sich aus und es ist immer erstaunlich, was für Geschichten er hervorbringt und uns erzählt, auch im Zusammenhang gerade mit dem Alten Testament, wo wir ja nicht so gut Bescheid wissen, aber er dort aufgewachsen ist und das deckt sich immer dann so wunderbar, auch mit dem Neuen Testament und da ist er wirklich ein guter, sehr guter Ratgeber und auch Mensch, der diese Zusammenhänge herstellen kann. Ja, auch was er ganz gut weiß, die Kultur von der Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, wie das alles so sich gegeben hat, wie das alles so war, wo wir eigentlich gar nicht wissen. Und das Tolle ist, wenn man mit ihm unterwegs ist, lebt die Bibel richtig, weil man kennt noch die Kultur dazu und was so manche Aussage dann in der Bibel hervorgerufen hat, die zum Teil in unseren heutigen Auslegungen so falsch ausgelegt wird, weil man die Kultur der damaligen Zeit gar nicht mit beinhaltet, sondern die Bibel in die heutige Kultur holt. Selbstverständlich hat sie dieselbe Gültigkeit. Aber in der damaligen Kultur gab es Gepflogenheiten, es gab Dinge, die man heute nicht mehr hat und auch umgedreht. Und diese Zusammenhänge bringt er richtig, richtig an den Tag. Und das möchte er euch jetzt auch zeigen. Er möchte euch zeigen, wie die Beziehung zu einer Familie war in der Zeit Abrahams. Ich befinde mich hier in der Wüste.
die Wüste Negev. Hier haben wir ein ganz extremes Gebiet. Ein Gebiet, wo wir können sehen, hinter mir, alles ist kahl. Die Bedingungen hier sind sehr extrem. Die Temperaturen im Sommer stehen auf 40 bis 45 Grad und fast keine Niederschläge. Jeder Lebewesen hier ist problematisch und besonders für Menschen, dass fast kaum keiner kann hier leben, ist das noch mehr extrem. Und darum ist die große Frage, warum Gott hat geschickt unsere Vorväter Abraham, Isaac, Jakob und Moses zu diesem Gebiet? Die Antwort ist, dass diese extreme Bedingungen sind diejenigen, dass Gott hat benutzt als Schule, uns seinen Weg in die Erde zu leben. Weil bloß diese extreme Gebiete fordern bis heute auch für diese Leute hier eigentlich denselben Benehmen und moralische Gesetze, wie das Moses, Abraham, Isaac und Jakob uns eigentlich gegeben hat. Man lehrt hier Demütigkeit, man lehrt hier einen den zweiten Sorgen, man lehrt hier die Stärke, die Familie, die Wichtigkeit, die Stärke, die Familie. Alles das ist hier in diesem Gebiet. Und darum nenne ich diesen Gebiet hier die Schule Gottes für uns alle. In diese Wüste kamen auch mehrere von unseren Vorvätern, um mit Gott zu sein. Wenn es war Elias, das findet hier Gott. Wenn es war Jesus, das 40 Tage und 40 Nächte war, hier in diese Wüste näher zu Gott zu kommen. Und auch du, wenn du kommst in diese Wüste, hast du die Möglichkeit, erstmal verstehen, warum Gott hat Abraham, Isaac, Jakob und Moses hergeschickt. Und auch du kannst näher mit Gott zusammen hier in die Wüste sein. In Lukas 12 sagt Jesus, was sind die zwei wichtigsten Wege, um Gottes Nähe zu kommen. Der eine ist, dass man soll Gott lieben mit dem ganzen Körper, ganzen Herzen und mit der ganzen Kraft. Gleichwertig sagt er auch, dass du sollst den Nachbar und den Fremden wie dich selbst lieben. Hier in die Wüste ist das der ideale Platz, wo man kann in die Einsamkeit mit Gott zusammen zu sein. Die zweite Sache, den Fremden wie dich selbst lieben, ist sehr leicht zu sagen, aber nicht so leicht zu tun. Ich habe eine sehr interessante Erfahrung mit das gemacht, wo mein Professor für Beduinwissenschaft in die Uni mich geschickt in die Wüste vor über 40 Jahren, um dort eine Arbeit über die Beduinen zu schreiben. Ich habe ihn gefragt, wie soll ich dort rangehen? Ich kenne keinen. Ich weiß ja nicht auch die arabische Sprache sehr gut. Ich stotter dabei etwas. Wie soll ich kommunizieren? Er hat gesagt, du wirst sehen, was wird dir passieren. Ich kam mit meinem kleinen Studentenauto und hat mich auf einen kleinen Hügel hingestellt. Unten war ein Beduinenzelt. Ich rede auch vor über 45 Jahre. Die Beduinen waren damals sehr, sehr arm, haben fast nichts zu essen gehabt. Und ich dachte, was wird jetzt passieren? Und auf einmal von dem Zelt, das unter mir war, kam ein kleiner Beduin, kam zu mir im Auto und sagte genau wie Abraham die drei Engel, das kamen vor seinem Zelt und sagte mir, mach mir nicht die Blamage, geh über meinen Zelt, ohne bei mir als Gast zu sein. Der Mann war arm, mit mehreren Kindern, sie haben fast nicht was zu essen gehabt. Aber er hat mich eingeladen und drei Tage hat er gesorgt, dass ich soll in dein Zelt sein und meine Arbeit, dass ich sollte für die Uni schreiben und unterstützen. Die Frage, warum hat er das gemacht? Ist er nicht normal, mit seinem etwas Essen einen ganz Fremden drei Tage auf seine Kosten zur Gastfreundschaft zu halten? Die Antwort ist hier in diese kahle Wüste. Die Beduinen sind Leute, das leben von Weide, Schafe, Ziege, Kamelzucht. Sie haben darum Milchprodukten, Käseprodukten, Lederprodukten, Stoffprodukten, aber nichts was anderes.
Fleisch ist sehr selten. Man kann nicht jeden Tag einen Schaf schlachten, um Fleisch zu sorgen, weil es nicht die Möglichkeit hat, den Fleisch zu verwahren. Und dabei muss man den Fleisch bloß in Feiertagen zu essen. Um andere Produkte wie Öl, Weizen und andere Sachen, dass man von die normale Edeka kauft, das heute liegt bloß ein paar Kilometer weit, muss man gehen zu kaufen, manchmal ganz weit, wenn es war 100 Kilometer oder manchmal, wie wir kennen von Abraham und Jakob bis Ägypten, 500 Kilometer in diese kahle Wüste. Und die Wüste ist gefährlich. Wenn du gehst hier so in 45 Grad, die Wasserverdunstung von deinem Körper ist enorm. Du musst die ganze Zeit trinken. Man hat es gemessen, dass wenn du den ganzen Tag gehst, verlierst du an die 12 Liter Wasser. Und diesen Wasser musst du bekommen. Du bist gewiesen auf Wasseradern, dann sind in die Wüste, aber nicht immer sind sie da. Manchmal ein solches Wasserloch, das diesmal ist voll mit Wasser, du kommst nächstes Jahr oder nach ein halbes Jahr, ist er leer, er ist nicht da. Und du stehst da, du bist gewiesen auf diesen Wasser und auf einmal ist er nicht da, das ist ein Todesurteil. Aber nicht bloß das, wenn du hast, ich weiß, hast du Fieber, hast du den Fuß zerrenkt, bist du von Kamel gebissen. Jede Sache ist ein Todesurteil in diesem extremen Gebiet. Um dass diese Gesellschaft soll sich nicht verrotten, haben sie als Gesetz, dass jeder Zelt ist eine Hilfsstation. Jeder Zelt ist ein Roten Kreuz Platz. Aber normal, wenn du hast fast nicht was zu essen, du bist arm, deine Familie hungert und auf einmal kommt ein Fremder, die normale Reaktion sagt, geh zum Nachbar, warum nicht? Was habe ich schlecht gemacht? Aber das haben sie total gewandelt. Und so haben sie das eigentlich umgekehrt gewendet. Der höchste eigentlich geistliche Steigerung des Mann hier in die Wüste ist, Gastfreundschaft zu geben. Genau wie in Lukas 12 ist geschrieben. Die größte geistliche Steigerung, das er kann bloß erwarten, ist, wenn er hat die Chance, jemand einen Gast zu geben. Und darum will er diese geistliche Steigerung für sich haben und nicht für den Nachbar. Es ist hier gesetzlich, dass wenn du kommst, wirst du immer empfangen in diese Zelte und die Gastfreundschaft wird immer bis zum letzten Detail gemacht. Die Frage, wie kann man in eine solche Gesellschaft, das weiß nicht schreiben und lesen, hat keine Bücher, wie kann man eigentlich in eine solche Gesellschaft solche Tradition weitergeben? Die Idee und wie sie machen das, das sind mit Volksgeschichten. Genau wie wir haben Schneewittchen, der wilde Peter, Rotkäppchen und so weiter, so auch sie haben Volksgeschichten, dass, wie man sitzt nach Mittag und Abend neben dem Feuer in dem Zelt, die alten Leute erzählen die Geschichten und die Jugend hört zu. Eine dieser interessanten Geschichten wollte ich euch mitteilen und das ist über die Gastfreundschaft. Die Geschichte erzählt über einen Scheik, das war hier in der Wüste, sein Name war Ali. Das war bekannt in die ganze Gebiet, als der, dass die Gastfreundschaft bis zu dem letzten Teil ist auch erfüllt. 3 Tage, wenn kommt ein Gast, wird er nicht gefragt, für was kommt er, sondern total versorgt. Und dann jede Bitte, dass dieser Gast hat, wird ermöglicht, erfüllt. Dieser Name von diesem Scheik war bekannt und kam bis zum Sultan in die Türkei und er hat es nicht geglaubt. Er hat gibt's nicht sowas. Und darum hat er geschickt 3 von seinen Leuten, um diese Prüfung zu machen, wenn wirklich dieser Scheik Ali ist nach seinem Ruf. Scheik Ali hat einen sehr, sehr schönen schwarzen Pferd gehabt. Er war sein Stolz, er war das schönste Pferd in die ganze Umgebung. Und der Sultan hat seine Leute gesagt, geh zum Scheik Ali, sitz die 3 Tage und nachher bittet von ihm seinen Pferd. Und so sind sie gekommen von Norden zum Süden in die Negev-Wüste, haben den Zelt von Scheik Ali getroffen, aber er war nicht da. Er ist gegangen, suchen weitere Weideplätze. Die Familie hat gezeigt die Richtung, wo er ist, und sie haben weiter in diese Richtung geritten. Sie haben geritten in diese Richtung und auf einmal haben sie gesehen, auf einem kleinen Hügel, ein Zelt, den Zelt von Ali.
In dem Moment fängt er an zu regnen, die Flüsse sind voll mit Wasser und mit letzten Moment sind sie auch bis zum Zelt raufgekommen, gesperrt mit Hochwasser von allen Richtungen. Und in dem Zelt war die totale Ruhe. Der Feuer war schon da, der Kaffee, Tee, der Abendessen. Und so wurden sie dort gehalten, jeden Tag und Tag. Jeden Morgen kam der Essen, Mittag kam der Fleisch mit Reis, alles genau nach die Gesetze, man sprach auf alles und nichts. Und so lauften die 3 Tage genau nach die Beduinengesetze da. Und dann, nach 3 Tagen, endlich fragte Ali, wer seid ihr? Und sie erzählen, wir sind die Repräsentanten von Sultan von der Türkei. Er wollte dich prüfen, bis heute stehst du mit der Prüfung perfekt. Bloß die Frage ist von ihm, und das ist die große Bitte, er will deinen Pferd als Geschenk haben. Und Ali fängt an zu weinen. Leider kann ich das nicht erfüllen. Sie sagen, nur, seht ihr, der Sultan hat recht gehabt, wo er hat gesagt, dass doch diese Sache wird er nicht wollen erfüllen. Aber Ali hat gesagt, nicht, dass ich will nicht, ich kann nicht. Weil in diese 3 Tage, wo wir waren hier gesperrt wegen des Hochwassers und ich habe kein Fleisch gehabt, der einzige Fleisch war mein Pferd, das ihr habt jetzt in 3 Tagen gegessen. Auf diese Geschichten und Volksgeschichten wachsen die Kinder. Es ist in dem Blut. Du sollst den Fremden wie dich selbst lieben. Wenn auch du willst, einmal diesen herrlichen Erlebnis mit Gott in der Wüste zu sein, hast du die Möglichkeit. Jedes Jahr im Frühling, dem Missionswerk von Karlsruhe, geführt von Daniel und Isolde Miller, kommen zu der Oase, das in die Mitte der Wüste befindet sich, Kfar Hanukdim. Diese Oase ist ein herrlicher Platz mit sehr schönen Facilitäten, wo jeder kann seinen Platz finden. Man kann die Ruhe in die heißen Stunden finden, man kann spazieren gehen und die Facilitäten zu sehen. Es befindet sich auch in die Mitte von der Wüste, sodass man kann auch hinausgehen. Hinausgehen und mit Gott alleine zu sein und diese herrliche Gegenwart auch mitzuerleben. Die Möglichkeit zu übernachten hier kann erstmal einfach sein, in Zelte. Das sind verteilt zu verschiedene kleine Abteilungen, sodass man auch nicht in Großbettenzimmer ist. Das Gefühl ist sehr schön, es ist alles sehr schön sauber. Und daneben sind auch die Toiletten und Duschen. Nicht weit davon befinden sich auch sehr schöne Zimmer. Die Zimmer mit schönen Schlafbetten, Klimaanlage, selbstverständlich eine Facilität von fast ein 4-sternigen Hotel ist auch die Möglichkeit, hier zu sein. Und wie gesagt, nach den Andachten, Abend oder ganz früh morgen, kann man sich neben diese Minuten oder Stunden heraus in die Wüste alleine zu gehen, ganz einfach von dem Zeltlager heraus und mit Gott in diese Wüste mal zu sein. Wir haben von Dani über Gastfreundschaft gehört. Und das ist wirklich erstaunlich, wie das bei diesen Beduinen auch praktiziert wird. Und eine ganz besondere Geschichte haben wir da auch selber erlebt. Das möchte ich euch kurz erzählen. Als wir mit Dani am Sinai waren, vor vielen Jahren mit einer Gruppe, da hatten wir einen Ausflug geplant mit der Gruppe an das Rote Meer. Und ein Reiseteilnehmer wollte im Hotel bleiben. Es war ihm zu anstrengend und es war auch gar kein Problem. Aber als wir zurückkamen am Abend, war dieser Reiseteilnehmer verschwunden. Und wir warteten, dann war Abendessen und er kam nicht. Und es wurde Nacht und er kam nicht. Und wir haben uns natürlich sehr große Sorgen gemacht, weil ja, in der Wüste ist es nachts sehr kalt. Gerade dort in diesem Sinai-Gebiet ist es tagsüber 40, 45 Grad und nachts sinken die Temperaturen auf fast null herab. Und es ist wirklich gefährlich, auch nachts, weil Wüste, ja, nachts sieht man eh nichts, aber auch am Tag, man findet sich nicht zurecht, wenn man sich nicht auskennt.
Ja, und dann war es so, wir haben die Polizei dann alarmiert, weil wir ihn nicht gefunden haben. Seine Sachen waren alle da. Und wir hatten natürlich keine gute Nacht, weil wir ihn nicht gefunden haben. Er blieb verschwunden. Am nächsten Morgen dann, das war unser Abreisetag sogar, machten wir uns natürlich Sorgen, wenn wir ihn zurücklassen hätten müssen. Und dann ganz plötzlich bekam Dani einen Anruf, da ist jemand mit einem Kamel unterwegs und das ist kein Beduine. Und dann ist Dani dann hinausgefahren, das war ein Stück weg und dann hat er gesehen, wie ein Beduine kam mit einem Kamel und auf diesem Kamel saß dann unser Reiseteilnehmer. Und wir waren natürlich sehr froh. Es ist uns ein Stein vom Herzen gefallen, dass er wieder da war. Und er hat uns dann erzählt, dass die Beduinen ihn dann am Abend, es war fast dunkel, aufgefangen haben irgendwo in dem Sinai-Gebirge. Er wollte da einfach spazieren gehen und auf den Berg hochklettern und hat sich verlaufen. Und die Beduinen haben ihn dann aufgenommen und ihn versorgt. Ihm warme Decken gegeben, ihm Essen gegeben und dieser Beduine ist die ganze Nacht an seinem Bett sitzen geblieben und hat sozusagen auf ihn aufgepasst. So viel zu Gastfreundschaft bei den Beduinen. Es ist wirklich so, wie Dani erzählt hat, dass die Beduinen wirklich jeden aufnehmen, der irgendwie vorbeikommt und ihn versorgen und verpflegen und das war seine Rettung. Sonst wäre er ja nachts wahrscheinlich erfroren oder was auch immer. Man kann sich das gar nicht ausmalen. Und so waren wir sehr dankbar, dass dieser Reiseteilnehmer wieder da war und wir dann die Rückreise antreten konnten. Ja, zurück zu unserer Oase, wo wir sind. Und da möchten wir euch einen kurzen Filmclip zeigen, als wir das letzte Mal dort waren, wie sich das anfühlt, wenn man mitten in der Wüste an einem schönen Platz in der Oase, wenn man da zum Beispiel eine Andacht hat mit einem unbeschreiblichen Ausblick. Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Wir möchten dir jetzt einen Film zeigen von dieser Oase. Lehn dich zurück und genieße es.
Angst. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus hielten sich zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Der ganze Wasser wird wirklich. Darum sehr viele Pflanzen haben die Schuppen zu und hier haben sie Watte und drinnen die Watte haben sie die Poren. Bedeutet, wenn fängt an Feuchtigkeit rauszukommen, ja, geht erstmal die Watte nass. Und dann ist das nicht wie hier 15% Luftfeuchtigkeit und Hitze, sondern fast 100% Luftfeuchtigkeit. Schön für alle. שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו ששם עלו שבטים שבדי אדוני עדות לישראל להודות לשם אדוני כי שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד שאלו שלום ירושלים Kommen Sie zur Ruhe in der Weite der Wüste Judäa. Vergessen Sie den Alltag und schalten Sie ab in der wunderschönen Oase Kfar Hanokdim. Für eine gemütliche Unterkunft und gutes, traditionelles Essen ist gesorgt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Betrachten Sie zusammen mit Daniel und Isolde Müller das Leben von Abraham im Beduinenzelt und nachts unter dem Sternenhimmel. Hören Sie, wie Gott in Ihr Leben spricht. Und segnen Sie mit uns die Stadt Jerusalem. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Wir lieben Israel von ganzem Herzen, nicht nur, weil es ein schönes Land ist oder vielleicht die Regierung so gut ist. Nein, wir lieben Israel, weil auch Jesus Israel geliebt hat und Gott Israel liebt. Wir sehen in der Bibel, dass es bis heute noch unsere Aufgabe ist, für Israel zu beten. Egal, was für einen Blödsinn sie machen, egal, wer da gerade regiert, wir sollen für sie beten. Wie auch für unser eigenes Land natürlich auch. Und so sind wir schon seit vielen, vielen Jahren in Israel unterwegs, mit Reisen und auch mit Unterstützungen. Mein Vater hat 1983 mit Teddy Kollek angefangen, Jerusalem zu unterstützen. Und in Jerusalem sind es so viele Kinderprojekte, es waren Schulen, es waren Kindergärten und verschiedene andere Kinderprojekte.
Manchmal wurde ein Bunker zu einem Kindergarten umgebaut und so weiter. So haben wir derzeit das 53. Projekt in Arbeit und das sind alles richtig große Projekte. So ein Projekt hat ein finanzielles Volumen von einem Einfamilienhaus, was in einem Jahr derzeit von unseren Freunden für Israel gespendet wird. Und das ist eine wunderbare Sache. Und die Jerusalem Foundation, die Teddy Kolle gegründet hat, über die wir das alles abwickeln, hat die 50-Jahr-Feier gehabt. Und da waren wir eingeladen, Isolde und ich, und wir durften zu dem Präsidenten von Israel und Reuven Rivlin und waren bei ihm in seiner Residenz. Das war wirklich eine Ehre. Und wir waren eingeladen in den großen Teddy Park. Und in diesem Teddy Park wurde ein Riesenfest gemacht, so 50 Jahren. Und es wurden 50 Sponsoren eingeladen von der ganzen Welt, die Jerusalem unterstützen. Und es war uns eine große Ehre, dort gewesen zu sein, ein Gast gewesen zu sein. Und man hat uns gesagt, was sie sehr schätzen an uns, dass die meisten Sponsoren eine große Spende bringen und sind dann wieder weg. Aber wir als Missionswerk jetzt schon richtig viele Jahre, seit 1983, jedes Jahr mindestens ein Projekt verwirklichen. Und diese Feier, die möchten wir euch jetzt zeigen. Die Jerusalem-Stiftung hat Jerusalem zu einer Hauptstadt der Kunst und der Kultur gemacht. Sein reiches Erbe wurde bewahrt, seine öffentlichen Plätze, seine schönen Parks, die für alle geöffnet sind, und die Gärten überall in der Stadt. In 50 Jahren hat die Stiftung gebaut, restauriert, entwickelt, nach vorne gebracht, Neues geschaffen. Ein internationales Symbol der Hoffnung, Inspiration und Chancen. Heute Abend ehren wir die gewöhnlichen Helden von Jerusalem. Die Leute, die die 4000 Projekte der Jerusalem-Stiftung im Leben der Menschen realisiert haben. Das sind die unsichtbaren Helden. Sie bekommen oft keine Ehre und ziemlich wenig Aufmerksamkeit. Aber wir wissen, dass das gewöhnliche Helden nicht interessiert. Denn sie tun, was sie tun, aus Liebe. Liebe für das Bild Gottes, das in jedem Menschen ist, unabhängig von seiner Religion, seiner Herkunft und seiner persönlichen Lebenssituation. Und durch Sie, gewöhnliche Helden, und durch die Jerusalem-Stiftung haben Sie Jerusalem nicht nur zu einem Ort der physischen Schönheit gemacht, sondern auch noch der moralischen Schönheit. Die Familie Müller hat das Leben junger Menschen aus allen Stadtteilen verbessert. Sie unterstützen Kinder in unterprivilegierten Stadtteilen durch das Renovieren von Kindergärten und Spielplätzen, Tagesstätten und Jugendzentren. Sie kommen jedes Jahr mit einer größeren Gruppe von Freunden, die sich für jüdische Familien, Israel und Jerusalem einsetzen. Ihr seid alle eine Inspiration und ihr seid alle mit Sicherheit eingeschrieben in das Buch des Lebens unserer heiligen Stadt. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shukran. Merci. Muchísimas gracias. Спасибо. Vielen Dank. Tada. Möge der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diesen Kindergarten segnen mit all den vielen lieben Kindern. Amen. Dankeschön. Das ist eins der Kinder von dem neuen Kindergarten, dieses Mal im Stadtteil Gilo. Es ist ein Stadtteil, wo wirklich arme Menschen leben. Und es ist ein Segen, hier einen Kindergarten zu haben, der richtig funktioniert. Die Menschen wollen gern herkommen, um hier zu lernen. Dieser Kindergarten ist nicht wie eine platte Kopie aus den 80er Jahren, sondern etwas, das aus den Bedürfnissen der Erzieher und der Kinder heraus entstand. Und wir, die Eltern, sind sehr, sehr dankbar. Ja, es ist wirklich schön, wenn Hilfe ankommt. Ein ganzes Jahr sammeln wir die Mittel und viele freuen sich, dass sie da rein investieren können. Und dann ist es auch schön, wenn was mit den Mitteln gemacht wird, dass man anfassen kann, dass man gebrauchen kann. Sie sagt, dass sie die neuen Spielsachen und die neue Gestaltung mag. Es fühlt sich fast an wie in einem Hotel. Und wir sehen jetzt schon, wie sich die Kinder so richtig wohlfühlen. Wir freuen uns, dass wir das tun können. Danke für jede Spende für so ein wunderbares Projekt hier in Jerusalem. Das Missionswerk Karlsruhe hilft dort, wo es kann. Nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland, Indien und in Südafrika. Ist das nicht wunderbar, dass wir so eine große Arbeit tun dürfen? Und das verdanken wir unseren vielen Spendern. Und wenn du mitmachen möchtest, wenn du uns unterstützen möchtest, dass wir weiterhin so etwas tun können, die Kindergärten in Jerusalem, dann kannst du dich gerne beteiligen. Und nun laden wir dich herzlich ein, morgen wieder dabei zu sein, zur gleichen Zeit, zum Teil 2, und lade auch noch andere ein, um mitzuschauen. Tschüss! Alles Gute!